Ja, das ist ein typischer Orban. Genauso geht er vor, schon seit vielen Jahren. Denn was er damit erreichen will, ist natürlich, dass er jedes Jahr wieder in die Situation kommt, zu sagen, okay, ich stimme zu, aber nur, wenn ich bekomme A, B, C, D, in der Regel Geld. Und so funktioniert es eben nicht. Seit 14 Jahren geht das so, dass Orban zu Hause die Demokratie abbaut und in Europa ja, alle erpresst. Er hat es lange getan mit der Unterstützung von CDU und CSU, wo er in der Parteienfamilie war. Da ist er jetzt raus. Deswegen sind die inzwischen auch ein bisschen härter in der Gangheit. Gott sei Dank, endlich. Und die Geduld ist, glaube ich, bei allen am Ende.